sind bei Hunden und Sie sehen es, das sind ziemlich kleine Hunde, sogenannte Teacup Dogs, Teetassenhunde, die in der Tat in eine Teetasse reinpassen würden. Die liegen momentan bei einigen im Trend. Manche sagen süß, andere sagen Tierquälerei. Sophia Haag zeigt Ihnen, worum es geht. Große Augen, winziger Körper. Voller Stolz werden in den sozialen Medien Teacup Dogs, also Teetassenhunde, zur Schau gestellt. Die Mini-Hündchen sind keine eigene Rasse, sondern Zwerghunderassen wie zum Beispiel Chihuahuas, Yorkshire Terrier oder Pudel, die künstlich noch kleiner gezüchtet werden. Das heißt, man nimmt aus den Würfen von diesen Zwerghundrassen die kleinsten, schwächsten Exemplare raus und kreuzt die untereinander wieder, sodass die Zwerghundrassen noch kleiner werden. Eine Art Modeaccessoire. Klein, praktisch, niedlich. Wie ein Welpe und das ein Leben lang. Der Traum auch vieler Promis wie Paris Hilton. Die Fotos und Videos täuschen aber schnell über die Schattenseite der Mini-Züchtungen hinweg. Sie frieren schnell, bekommen schlecht Luft, sind häufig unterzuckert. Und weil sie in der Regel herumgetragen werden, verkümmert ihre Muskulatur. Hauptproblem aber ist der große Kopf im Verhältnis zum kleinen Körper. Der wird natürlich auch vom Hals nicht so gehalten, wie er gehalten werden soll. Das führt dazu, wenn die Hunde dann mal ein gewisses Alter erreichen, dass sie Wirbelsäule, Halswirbelsäule, aber auch Brust-Lendenwirbelsäule Probleme kriegen. Eine Handvoll Hund, mit der sich viel Geld verdienen lässt. Ein Händler aus den USA mit über 740.000 Abonnenten bei Instagram versendet die Winzlinge, die zum Teil über 8.000 Dollar kosten, in die ganze Welt. Teenager, die wollen dann so einen Pfiffi, so einen kleinen, weil es süß ist auf Instagram. Weil man halt denkt, es ist wie eine Stoffpuppe. Die sind aber kein Spielzeug, das sind eben Lebewesen. Für Tierschützer fallen Teacup Dogs unter die in Deutschland verbotene Qualzucht. Es ist aber schwer, rechtlich dagegen vorzugehen, weil das Tierschutzgesetz sehr offen formuliert ist.